Hallo und seid gegrüßt zu einem neuen Video von Chill Dein Life. Heute begebe ich mich nach Nürnberg und werde dort das Industriekulturmuseum besuchen. Der Eintritt für Erwachsene kostet 6 Euro und für Studenten gerade mal 1,50 Euro und das ohne Altersbeschränkung. Ob sich ein Besuch tatsächlich lohnt, das werde ich heute mit euch gemeinsam herausfinden. Viel Spaß! Das Museum Industriekultur in Nürnberg entstand 1988 und ist ein Technik-, Kultur- und sozialgeschichtliches Museum, das die Geschichte der Industrialisierung am Beispiel Nürnbergs dokumentiert. In einer ehemaligen Schraubenfabrik aus den 1920er Jahren werden Arbeit und Alltag auf einer Ausstellungsfläche von rund 6000 Quadratmetern von einst wieder lebendig. Direkt hinter der Kasse erreiche ich zuerst die Motorradausstellung und finde einige Exponate von Weltrekordmaschinen und Prototypen vor. Gleich dahinter im nächsten Bereich geht es dann nicht mehr um die Pferdestärke, sondern um die eigene Muskelkraft. Über eine Treppe erreiche ich den unteren Teil des Museums. Anfangs noch keine Vorstellung, was mich hier im Einzelnen erwartet, bin ich nun mehr als positiv überrascht. Ich blicke auf eine Art Main Street, die hier als Zeitachse dient. Gleich auf der linken Seite wird die Herstellung von Bleistiften näher gebracht und direkt daneben befindet sich zum einen eine Zweizylinder-Kolbendampfmaschine und eine große Gipsmühle, die es zu bestimmten Zeiten in Aktion zu sehen gibt. Als nächstes Highlight erwartet mich die Dampfmaschinenhalle. Hier entdecke ich eine gewaltige Tandem-Dampfmaschine, deren rund 1100 Pferdestärken einst eine ganze Waldstraße des Eisenwerks Julius Tafel mit Kraft versorgten. Weiter geht's nun zum Leben um 1900. Die Museumseinheit beleuchtet das reichhaltige Leben der Arbeitervereinskultur. Wo sich früher Sänger, Sportler und Gewerkschaftler trafen, kann auch heute zu besonderen Anlässen Bier gezapft werden und am Tresen von 1906 getrunken werden. Auch ein historisches Klassenzimmer finde ich hier vor und bin froh, dass sich die Zeiten dann doch noch etwas geändert haben. Das Leben um 1900 wird weiterhin ergänzt durch das Ensemble von Friseursalon und Kolonialwarenladen. Nicht ganz so lustig geht es beim Zahnarzt zu. Ein Blick auf die Entwicklung medizinischer Technik am Beispiel der Zahnheilkunde zeigt Maschinen, deren bloßer Anblick bereits Schmerzen verursacht. Fußbetriebener Bohrer, Lachgas, Narkosegerät oder eine gegen Strahlung völlig ungeschützte Röntgenapparatur vermitteln einen Eindruck vom Einzug der Technik in die zahnärztlichen Praxen im frühen 20. Jahrhundert.
In der Teilrekonstruktion des Noristheaters, des ersten ortsfesten Nürnberger Kinos, stehen die Nürnberger Kinogeschichte, aber auch die Geschichte des Mediums Film an sich im Mittelpunkt. Im Kinofoyer steht, als besonderes Glanzlicht, die Ascania Filmkamera des Nürnbergers Filmpioniers Philipp Nickel von 1925. Für mich geht es weiter vorbei an der Druckerwerkstatt in den Bereich der Faszination Geschwindigkeit. Das Museum Industriekultur besitzt hier eine der bundesweit größten Sportsammlungen, die von Nürnbergs Vergangenheit als Sporthochburg zeugt, aber auch überregionale Bedeutung hat. Immer weiter der Zeitachse entlang finde ich immer wieder Oldtimer zum Bestaunen vor. Kaum vorstellbar, heutzutage in einer dieser Autos mit der Familie zu verreisen. Ein Highlight für jeden Freizeitpark-Fan gibt es hier selbst eine kleine Modellkirmes zu entdecken. In stundenlanger Handarbeit wurden hier fantastische Kunstwerke erschaffen, die zu besonderen Zeiten in Betrieb gebracht werden. Unter dem Motto Alles elektrisch wird dem Thema Technisierung und Elektrifizierung des Haushalts eine Museumseinheit gewidmet. Kochen, waschen, bügeln, putzen, das sind nur wenige Stichworte der Show. Gleich nebenan lassen sich selbst ein paar elektrisierende Experimente unternehmen. Im Bereich Strukturwandel und Automatisierung gehört auch die Geschichte des PCs, die Erfindung von MP3 oder ein Roboter aus der LKW-Motorenproduktion. Alle inhaltlichen Bausteine sind um die zentralen Themen Strukturwandel und Automatisierung gruppiert. Die eingesetzten Medien entsprechen dem neuesten Stand und für einige attraktive Stationen gilt Anfassen erwünscht. Weiterhin entdecke ich hier alte TV-Geräte und alte Konsolenspiele und schweife etwas in meine eigene Kindheit ab. Stimmt ja, früher kam ein TV-Gerät nicht ohne Röhre aus. Zum Schluss begebe ich mich noch auf die Passage. Hier finde ich alles weitere, was nicht mehr in die Dauerausstellung reingepasst hatte. Ein Wohnzimmer aus den 70er Jahren, alte Maschinen und Schreibmaschinen. Der Weg führt wieder zurück über die gleiche Treppe, dieses Mal nach oben, und ich besuche den letzten Bereich des Museums, das Schulmuseum, das seit 2008 fester Bestandteil des Museums geworden ist. Hiermit ist auch dann mein Rundgang durch das Industriekulturmuseum beendet. Mein Fazit? Unbedingt empfehlenswert. Für den Eintrittspreis lässt sich viel entdecken. Allein in der Aufmachung erkennt man die Liebe zum Detail. Geschichte, Kultur und Erlebnis wurden hier perfekt zusammengeschnürt und versprechen dir einen lohnenswerten Aufenthalt von bis zu 2 Stunden. Ich hoffe, dir hat mein neues Video gefallen und wünsche dir weiterhin viel Spaß hier auf YouTube und denk dran, chill dein Life.